Und ein recht herzliches Willkommen zu einer weiteren Kurzfolge von mir für euch. Na gut, die letzte war von meinen Guides oder die, die kommen wird, ist auch nicht gerade kurz, weil ich natürlich die ganzen Laufwege drin habe. Na, dafür habt ihr einen außerordentlichen guten Guide dafür. Denn ich möchte zuerst hier anfangen, weil, naja, ist ein bisschen chronologischer. Denn ich habe hier alle Herausforderungen bestanden in diesem Stadtteil, nur eine nicht. Und die ist so ziemlich das Asseste, was ich seit meiner Laufbahn gesehen habe. Denn wer kommt darauf, dass man auf etwas Bestimmtes schießen muss, um die Herausforderung zu triggern? No? Die morgige Folge, auch ein Guide, ist auch, das beinhaltet auch drei Herausforderungen, die, naja, nicht ganz leicht sind, aber eigentlich, naja, völlig normal. Und wer kommt bitte darauf, dass man auf sowas schießen muss? Oh Gott, ist das laut gewesen. Ich stell mal auf 34 bei mir und ich gehe mal mit meinem Guide hier, meinem englischen Guide, weiter. Denn das mache ich auch im Morgenpart, ne, den ich schon aufgenommen habe. Da gehe ich straight, ne? Mit und mach alles. Komm und sieh dir meine Ware an. Ah, nee, danke. Was machst du jetzt, Kollege? Jetzt gehst du trotzdem wieder da lang. Und man sieht schon den nächsten Herausforderungsabschnitt. Ja, da hinten. Seht ihr das? Boom. Verdammt. Hallo. So. Und dann, wo gehst du lang? Links lang. Dann müssen wir nur noch einen einzigen, also zwei killen. Was ist hier? Ja, hier unten. No. Wenn ihr genau mir nachmacht, wo ich hier bin, ne, dann könnt ihr eigentlich nicht falsch liegen. Ach hier, und das ist das letzte. Und somit haben wir praktisch 100% abgeschlossen. Das einzige, was jetzt noch fehlt, ist die Truhe und die snacken wir uns auch. Aber Achtung, dafür braucht ihr einen Dietrich. Wenn ihr noch nicht so weit im Spiel seid, geht zuerst nach hier. Und Momenti. Hierhin. Hier. Die verborgene Stadt. Und holt euch hier auf dem Markt, ich glaube, die war's,
den Dietrich. Vorher kommt ihr nämlich jetzt nicht an diese Stelle. Also, ihr kommt schon an diese Stelle, ne? Aber euch bringt es noch nicht viel. Weil ihr halt nicht den Dietrich habt. Na? Und wenn ihr schlau gewesen seid, habt ihr den Shortcut freigespielt, damit ihr es einfacher habt und easy going zu der Truhe hinkommt. Wenn nicht, seid ihr selbst schuld und dürft noch den langen Gang durch und so weiter und so fort. Aber wenn ihr die Kiemen habt, da die zweifachen, dann sollte es eigentlich auch easy going möglich sein. Ich habe schon mit dem ersten geschafft, das heißt, wo ich noch nichts abgegradet habe. Ich musste einfach ziemlich schnell wieder auftauchen, aber gut. Ja, so viel dazu. Und falls ihr da auch schon wart, passt einfach auf die Piranhas auf, die sind sehr aggressiv. Dort habt ihr nicht so wie bei einem Grab da, welches ich später noch zeigen werde. Ich mache ja jedes Grab. Ganz zum Schluss, in einem der letzten Gräber ist nämlich auch, also sind auch Piranhas mit von der Partie und dort kann man sich auf Flöße retten. Soundbug hochziehen. Gut. Wir gehen jetzt hier lang. Falls ihr eben hier schon wart, wisst ihr jetzt genau, da bekamen wir auch noch was. Eine Fähigkeit. Aber wir müssen jetzt einfach hier runter. Und man kann leider, glaube ich, nicht so zurück. Ich glaube, ich darf dann alles nochmal rennen. Yep. Ich darf dann zurückrennen. Aber der Guide soll ja nur bis dato dahin gehen. Zu der Truhe noch. Und dann war es das schon für heute. Guckt euch die Knirche an hier. So. Wenn ihr jetzt dumm wart und da den Shortcut da oben nicht freigespielt habt, müsst ihr natürlich jetzt drumherum rennen. Ihr seht schon die Truhe da unten. Ich nehme jetzt nochmal Luft, damit ich hier keine Probleme kriege. Und gehe mal hier unten die Truhe snacken. So. Einfach draufhalten und fertig. Und das war dann. Inti ist der Sonnengott der Inka, erschaffen vom Schöpfergott Viracocha. Die Herrscher der Inka betrachten sich als seine direkten Abkömmlinge, da Inti die Schutzgottheit des Reiches und militärischer Eroberungen ist. Interessant. Und ja, das war's schon, Freunde. Na? Ich gehe jetzt hier wieder raus. Und verabschiede mich aber gleich schon von euch. Ich will hier nur an einen safen Punkt kommen. Ich nehme extra hier wieder Luft, damit die vielleicht schon durchmarschiert sind. Ah, die haben nur eine kurze Range, ne? Oh Mann. Ja gut. Und für Leute, die gar nicht wissen, wie man hier durchkommt. Hier. Aber das da draußen ist eine absolute Todeszone. Deswegen. Naja. Kacke, ne? Und ihr seht schon, wie lange ich hier die Luft anhalten kann. Jetzt fängt es an, ein bisschen kritisch zu werden. Aber hey, wir sind hier an der Oberfläche. Und wir können hier einfach straight weg. Tja, und damit, meine Freunde, verabschiede ich mich von heute. Von diesem kleinen Guide. Klein, aber fein. Wie man so ein Herausforderungsgedöns macht, was man eigentlich nicht direkt auf Anhieb findet.
beispielsweise, was so dreist ist in diesem Sinne, weil man, wenn man nicht per Zufall drauf schießt, einfach die Herausforderung nicht findet. Tölö.